So, Leute, da sind wir wieder bei Fallout New Vegas. Oh Gott, ich habe ewig nicht mehr aufgenommen, ich weiß. Wir machen einfach hier direkt weiter, voll ins Action, richtig. Wir bamsen sie jetzt alle weg, ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Aber da steht, let it all end. Also, lassen wir alles aufhören, das war's für den heutigen Part bis zum... Nein. Wie oft ich diesen Joke bringe. Das wird ja auch langsam voll der Running Gag und so. Also, mit Major Elizabeth Kieran sprechen und Julie Farkas erwähnen, falls sie nicht helfen will. Okay, auf geht's. Welcher der 3000 Pfeile ist das? Da. Oh Gott, wo ich das erste Mal diese Quest gemacht habe. Das Kind gleitet über den Boden. Was zur... Was? Es gleitet zurück. Okay. Wo ich das erste Mal diese Quest gemacht habe. Dieser Pfeil hat mich sehr verwirrt, weil ich immer da durch dieses blaue Fahrzeug gegangen bin, um ins andere Gebiet rüberzukommen. Dabei muss man hier einmal außen komplett rumlaufen. Das soll auch einer wissen. Natürlich. Beziehungsweise bin ich immer genau durch dieses Haus gegangen, was auch falsch ist, aber der Pfeil zeigt halt genau darauf. Oder ist es schon das Richtige? Ich glaube nicht. Nein, eben nicht. Ja, da wird meine Nase gleich komplett zu. Instant. Man muss hier einmal außen rumlaufen, dann die Straße vorlaufen und dort ist dann erst das richtige Gebäude. Ich weiß nicht, beim ersten Mal habe ich da... Jahre, Stunden gebraucht, um zu checken, dass da hinten das Gebäude ist. Ja, wir schauten auch hier irgendwie das letzte Kaff hinter. Ich sollte übrigens mal mich wieder schlafen legen, sehe ich gerade, weil ich am Sterben bin. Und ich reinige meine Stimme, wie Mirko so schön sagt. Aber egal. So, okay, hier können wir weitermachen. Also, NK-Soldat, NK-Soldat, ist mir egal. Ach, wir können hier nicht reingehen, okay. Halt! Wie lautet das Kennwort? Keine Ahnung. Tür zeigt aber genau dorthin. Ach, jetzt brauche ich noch ein Kennwort. Okay. Okay, okay. Dann laufen wir halt wieder langsam langweilig hier die Straße zurück entlang. Yeah, Fallout New Vegas. Fallout New Vegas, das Spiel, was immer nur 3 Aufrufe bekommt. Von 45 Leuten. Ist das nicht seltsam? Nein, kein bisschen. Ich muss trotzdem weiter. Mir geht's ja nicht um die Aufrufe, sondern eher, dass ihr euch amüsiert, wie ich über Straßen laufe. Und das Mikrofon ist viel zu weit vor meinem Mund. Ich werde wahrscheinlich schon wieder 100 Mal reingeboostet haben. Jetzt habe ich's richtig hingeschoben. Yep. So wie es sein muss. Okay, wir haben die Wahl, nach links zu gehen. Links hinter das Fort. Gehen wir erstmal links hinter das Fort. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade hier mache überhaupt. Ich glaube, doch, dahinter ist ein Ehrenkasolot aus dem Weg, Kinder. Der kann uns das Passwort verraten, wenn ich mich richtig erinnere. Natürlich zeigt unsere Quest auch gleich zu dem Typen hin. Landbesitzer, der Freeside Erfahrung bringen. Was? Was habe ich jetzt geschafft? Egal, ich rede einfach mit dem. Sie sehen aus wie jemand, der ein gutes Essen brauchen könnte. Sie sind nicht zufällig ein Bürger der RNK, oder? Sicher bin ich das. Ich glaube Ihnen ja, aber ich muss Ihnen ein paar Fragen zur RNK stellen, um festzustellen, ob Sie ein Bürger sind. Ist das in Ordnung? Ah, da habe ich beim letzten Mal so schon gefehlt. Ja, schießen Sie los. Das ist die richtige Einstellung. Sie werden es schon schaffen. Es sind nur ein paar Fragen, die jeder aus der RNK beantworten könnte. Okay, erste Frage. Wer war der populärste Präsident der RNK-Geschichte? Peterson, Tibbet, Kimball oder Tandy? Das Witzige bei dieser Sache ist, ich kann es so oft probieren, wie ich möchte und er lässt mich auch immer wieder. Also machen wir Kimball. Mhm, okay. Zweite Frage. Was war der ursprüngliche Name der RNK-Hauptstadt? Aradash, Shady Sands, der Boneyard oder Vault 13? Shady Sands? Gut, letzte Frage. Was zeigt die Flagge der RNK? Ein zweiköpfiger Bär. Oh, tut mir leid. Okay, kann ich es nochmal probieren? Ich soll den Test eigentlich nur einmal abnehmen. Ja, klar, ich bin bereit, bla bla bla. Okay, wir haben hier nur 1 Million Möglichkeiten. Patterson, Shady Sands, 2 Picker, oh. Nein. Nochmal, ich bin bereit. Probieren wir jetzt einfach so durch. Also Patterson haben wir jetzt Tibbet. Mhm. Shady Sands, 2-köpfiger Bär, nein. Bla bla bla. Ich bin bereit. Tandy, Shady Sands, 2-köpfiger Bär. Gut, Sie haben mit fliegenden Fahnen bestanden. Hab doch gesagt, dass Sie es schaffen.
Sie wollen jetzt wohl Ihr kostenloses Essen, was? Sie finden uns beim alten Bahnhof im Nordwesten der Stadt. Sagen Sie den Wachen Hoffnung, dann lassen Sie sie durch. Viel Glück. Ich hab's in einer Minute geschafft oder so. Wow. Normalerweise, beim letzten Mal habe ich, glaube ich, 20, 30 Minuten gebraucht. Und das Witzige war, ich hatte davor schnell gespeichert, dann hatte ich es geschafft und habe ich den Schnellspeicherspielstand geladen und durfte das Ganze noch ein zweites Mal machen. Und witzigerweise hatte ich alle Antworten vergessen, die ich gegeben habe. Aber wenigstens wusste ich, dass ihre Stadt Shady Sands hieß und dass er ein zweikapfiger Bär war. So habe ich mich ja wenigstens nicht allzu schwer getan. Ja, ich bin schon so ein Profi. Schauen wir doch mal an, wie die Stadt aussieht. Ja, so ein bisschen kaputt. Häusertüren zugenagelt. Da drin wohnt, glaube ich, ein drogenabhängiger Obdachloser, den man überreden kann, dass er keine Drogen mehr nimmt, sondern noch sich ein Bein abhackt zur Befriedigung. Nein, natürlich nicht. Das habe ich gerade erfunden. Wirklich. Solche verrückten Leute gibt es nicht in Fallout New Vegas. Obwohl, bei Fallout 3 gab es eine Menschenfresserstadt. Da hatte ich mir dann einen Mod genommen und dann habe ich die zu meinen Begleitern gemacht. Die haben mir dann immer Menschenkuchen gegeben. Ja, das war Sinn. So. Bin ich jetzt ein Rassist, wenn ich mit ihm rede oder wenn ich mit ihm rede? Ich weiß es nicht. Wenn ich ihn jetzt mit Slängern rede, bin ich wahrscheinlich ein Rassist. Ich bin kein Rassist. Ich rede mit der Tür. Okay. Schaut mich nicht so an, ich kann mich nicht entscheiden. Ich rede einfach nochmal mit ihm. So. Halt! Wie lautet das Kennwort? Hoffnung. Treten Sie ein. Unten steht, gehen Sie einfach durch, aber er sagt, treten Sie ein. Gut gemacht. Gutes Spiel. Bitte sehr. Hoffentlich hilft es etwas. Hey. Hey du. Ja, genau, ich schieb dich gerade weg. Findest du es genauso cool wie ich? Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott, der läuft. Reden wir mal mit Elisabeth Kieren. Willkommen. Hier gibt es Nahrung und Wasser für alle Bürger der RNK. Bitte bedienen Sie sich. Sehr gern geschehen. Wenn Sie noch jemanden in der Gegend kennen... Hey, aber hier steht stehlen. Ich will's nehmen. Okay, dann halt nicht. Dann rede ich mit dir. Wollten Sie sonst noch etwas? Ich dachte mir gerade, ja, da kann ich das ganze Essen nehmen. Warum bekommen die Einheimischen nichts? Das ist aber nicht wirklich ein angenehmes Gesprächsthema. Sagen wir einfach, dass wir unsere Gründe haben. Julie Fuckers bat mich zu fragen. Sie meinte, dass es wichtig wäre. Sie kennen Julie? Nicht jeder in der RNK verträgt sich mit den Anhängern, aber meiner Meinung nach sind sie in Ordnung, vor allem ihretwegen. Wenn Sie es wirklich wissen wollen, wir haben einen Gesandten zum King geschickt, um die Hilfsmaßnahmen zu koordinieren. Und, was ist passiert? Unser Gesandter wurde brutal zusammengeschlagen und hat knapp überlebt. Meine Vorgesetzten haben die Hilfsmaßnahmen abgeblasen. Ich habe zwar die Erlaubnis, die Maßnahmen durchzuführen, aber mit sehr viel weniger Unterstützung. Jetzt gibt es nicht genug Vorräte. Selbst wenn ich den Rest von Freeside versorgen wollte, was ich nicht will. Aber das ist alles vorbei. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen. Grüßen Sie Julie von mir. Okay, dann reden wir wohl mit den Kings. Den King berichten, dass die NK schon einen Abgesandten geschickt hatte, um Freeside zu versorgen. Aber, ja. Hier kommt wieder der nette Türsteher bei den Kings, dieser Pierce, oder wie er hieß jetzt. Und... ja, Pierce ist scheinbar ein großes Arschloch. Aber es werdet ihr gleich sehen. Da huste ich schon vor Freude ins Mikrofon. Hurra! So muss doch eine Aufnahme klingen. Erstmal einfach so 10 Minuten lang. Das war jetzt ein absichtliches Husten. Ja, voll geplant und so. Schau, hier habe ich ins Team mit Andi geschrieben. Interessiert euch nicht. Warum öffne ich das überhaupt? Ich weiß es nicht. Weil die Häuser dahin sehr verpixelt sind und flackern. Ja, ein Grafikwunder, dieses Spiel. Nee, aber an sich macht's ja Spaß. Falsche Richtung. Wieso zeigt der Pfeil da drüben hin? Wir müssen zu den Kings und die sind dort. Egal. Pennen wir bei den Kings erstmal in dem Bett, würde ich sagen. Falls wir dran denken. Falls wir es nicht wieder sofort vergessen. Ich habe ja Alzheimer. Nicht wirklich, aber ich komme langsam so vor. Okay. Ob. N. Roll.
Bla bla bla. Wir laden eine Tür. Hallo, ich habe gehört, dass die RNK-Chefsoldatin Ihnen eine wilde Geschichte aufgetischt hat. Von wegen einem Boten, der mit uns verhandeln sollte. Das ist Quatsch. Und den King sollte man damit nicht belästigen. Die wollten uns einen Spion rüberschicken. Und der war nicht hart genug für Freeside. Tun Sie allen also einen Gefallen und halten Sie darüber die Klappe, okay? Okay. Wissen Sie was, Mann? Ich glaube, dass er... Soll ich ihm noch Geld abnehmen? Nein, ich glaube, das ist trotzdem noch. Das ist eine Schande. Tja, jeder tut, was er will. Aber erwarten Sie nicht, dass es ihn kümmert. Scheiße, jetzt rennt er weg. Jetzt geht er hin und will sich mit der RNK anlegen. Ich hoffe, diesmal hockt er unten. Ja, er hockt wieder unten. Mit seinem coolen Robohund. Der King! Haben Sie schon etwas über die Soldaten herausgefunden? Die RNK gibt sein Gebäude unten am alten Bahnhof Vorräte aus. Sie geben Vorräte aus? Lebensmittel und so? Darüber muss man sich ja nicht aufregen. Haben Sie noch was anderes herausbekommen? Sie geben die Vorräte nur an RNK-Bürger aus. Das würde die Schläger erklären. Sie sind hier, um Leute wie meine Freunde vom Essen fernzuhalten. Sowas unterstütze ich nicht. Auf keinen Fall. Sie sagten, Sie hätten jemanden geschickt, um die Sache mit Ihnen zu besprechen. Moment mal, Moment mal. Was haben Sie gesagt? Sie sagten, der Mann sei schwer verprügelt worden und hätte nur knapp überlebt. Das würde erklären, warum Sie so sauer auf uns sind. Scheint ein großes Missverständnis. Was zum Teufel? King, wir haben Probleme. Legen Sie los. Was geht da vor sich? Beim Bahnhof gibt es eine Schießerei. Pacer und ein paar Fremde könnten RNK sein. Was macht der Depp denn? Bitte gehen Sie los und entschärfen Sie die Lage. Sagen Sie ihnen, dass ich bereit bin, zusammenzuarbeiten. Pacer, der Depp. Wie gesagt, er ist ein Arschloch. Bla 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 bla, wir werden Pacer töten. Mit unserer Nahkampfwaffe, welche ich auch immer gerade ausgerüstet habe. Na, wir nehmen für Pacer. Pacer kriegt auch schon ordentlich aufs Maul mit der Betonstahlkeule, die wir erstmal voll reparieren. Ja, damit kriegt er. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Mal Pistolen, Granaten. Wir haben alles im Silver Rush. Sie wollen okay. Jemand tot. Ah, wisst ihr was? Ich habe schon wieder vergessen, mich zu heilen. Aber wenn ich jetzt sterben sollte, ich speichere mal schnell. Dann bin ich tot. Wie diese Aussagen von mir immer so kraftvoll sind. Wenn ich sterbe, bin ich tot. Ich sollte, ja, der beste Poet aller Zeiten bin ich. Nicht. Aufnehmen tue ich wahrscheinlich auch schon wieder zu lange, weil ich keinen Bock habe, auf die Uhr zu schauen. Ich nehme jetzt einfach Fallout auf, so lange, bis wieder irgendwas Spannendes passiert. Dann mache ich wieder einen Break. Und, oder warte mal. Okay, wie wir die RNK bekämpfen. wie immer, wenn ich rausgehe, seht ihr natürlich im nächsten Part. Warum wir die RNK bekämpfen? Wie wir Pacer töten? Ja, also bis zum nächsten Mal. Ich lasse es jetzt Pause, dass wir nicht den Kampf verpassen. Gut. Tschüsselkowski.